So, die Budgetbeschränkung. Bevor wir jetzt hier in die Grafik einsteigen, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass es sich hier um einen Spezialfall handelt, nämlich dass jedes Produkt nur auf eine bestimmte Weise hergestellt werden kann, also eine bestimmte Kombination von Kapital und Arbeit erfordert. Wir haben hier konkrete Zahlen für die Budgetbeschränkung gegeben, das ist 1:1 aus dem Buch übernommen, und zwar, dass die Produktion von einer Einheit Textilien 2 Maschinenstunden und 2 Arbeitsstunden erfordert. Und also sind AKC und ALC gleich 2. Das schreibe ich mal hier oben hin, dass wir uns nicht vergessen. Und außerdem sind AKF und ALF 3 und 1 jeweils. Das ist dann die Lebensmittelproduktion. So. Außerdem haben wir als Gesamtkapazität an Kapital 3.000 gegeben und 2.000 für Arbeit. Wenn wir diese Werte alle in unsere Budgetbeschränkung, die wir ja allgemein gehalten hatten, einsetzen, dann kriegen wir raus, dass die Budgetbeschränkung in Bezug auf Kapital lautet 2 mal QC plus 3 mal QF muss kleiner gleich 3.000 sein. Die 2 kommt von hier und die 3 kommt von hier. Ne? Und in Bezug auf Arbeit muss dann eben gelten 2QC, das kommt von hier, plus einmal QF, das kommt von hier. Und das Ganze muss wiederum kleiner gleich 2000 sein. Können nicht mehr einsetzen, als wir haben. Wenn wir das Ganze nach QF auflösen, um auf die, das in die Grafik eintragen zu kommen, können, kriegen wir raus, also kriegen wir raus, hier mache ich noch das gleich weg, mache stattdessen einen Doppelpunkt. Wenn wir hier nach QF auflösen, weil in der Grafik ist ja QF die Variable auf der vertikalen Achse, dann kriegen wir raus 1000 minus 2 Drittel QC. Wenn wir hier wiederum nach QF auflösen, also bei der Arbeitsbeschränkung, dann kriegen wir raus 2000 minus 2 QC. So, das sind jeweils zwei Gradengleichungen, die wir eintragen können. Wenn wir die obere in unsere Grafik eintragen, dann haben wir hier diese flache Linie. Das ist die Beschränkung der Ressource Kapital. Das ist eine flache Linie mit einer Steigung von minus 2 Drittel. Und die andere Linie, die steilere, das ist eben die Beschränkung der Ressource Arbeit. Und das hat, die hat eine Steigung von minus 2. Die ist also viel steiler. So, und das Interessante ist eben, dadurch, dass wir hier für die Volkswirtschaft als Gesamtes müssen wir eben die müssen wir beide Budgetbeschränkungen berücksichtigen, und deswegen ergibt sich dann eben als Transformationskurve der jeweils untere Bereich der beiden Budgetbeschränkungen, weil hier oben können wir nicht produzieren, weil wir dann eben die untere Budgetbeschränkung verletzt haben. Und hier können wir auch nicht produzieren, weil wir dann diesen unteren Teil hier verletzt hätten. Deswegen müssen wir auf dem unteren Teil bleiben, und deswegen ist der untere Teil gesamtwirtschaftlich gesehen unsere Transformationskurve. Und die Steigung sagt uns eben die Opportunitätskosten von Textilien in Lebensmitteln. Und Sie können ja mal selber einsetzen. Sie werden eben rausfinden, wenn wir uns zum Beispiel ganz auf Lebensmittel spezialisieren in der Volkswirtschaft, dann haben wir eine, dann haben wir überschüssige Kapitalkapazität, dann werden nicht alle 3.000 verfügbaren Maschinenstunden eingesetzt, sondern nur 2.000. Genauso haben wir hier eine, nicht ganz ausgenutztes Kapazität, und nur hier an diesem Knickpunkt, nur da werden beide Ressourcen vollständig ausgenutzt. Können Sie einfach mal einsetzen in die Funktionen hier und dann oder eher in die linken, und dann sehen Sie, dass es gerade ausgenutzt wird. Und das Wichtige an dieser Transformationskurve und das, was es didaktisch gesehen auch überhaupt zeigen soll, ist, dass
Die Opportunitätskosten für die Produktion jeder zusätzlichen Einheit von Textilien, gemessen in Lebensmitteln, eben nicht konstant ist. Das beim Ricardo-Modell zum Beispiel hatten wir eine konstante Transformationskurve und da war alles viel einfacher. Und ja, wie Sie im weiteren Verlauf der Lerneinheit eben annehmen werden, haben wir ganz viele von diesen Knicken und deswegen kommen wir zu einer konkaven Transformationskurve. Und woher diese konkave Transformationskurve kommt, das lässt sich eben hier in diesem einfachen Fall mit diesem einen Knick erklären.